Ja, der Blick, auf den ich sehr gewisse Stolz nicht verleugnen kann. Hier wilde Deckenkonstruktion. Und der Blick zurück ins Wohnzimmer. Alles Natur, Natur pur. Strohlehm, Gips, weiße Farbe, Titandioxid. Also aus dem gleichen Material wie man auch Tabletten, also kann man ruhig essen. Löffelweiß. Also geht's in die saubere Wohnung. Ist links gewindet, das ist eine ganz hohe Pacht, meistens ein Gewind. Aber man gewinnt sich da schnell dran. Was sind Konstruktionen? Das war Arbeit. Das ist ein Schmuckstückle, ohne Zweifel. Das ist ein Schmuckstückle. Wie Balkon. Dort Balkon. Da gehen wir nachher raus. Den Balkon sieht man auch von hier. Da noch ein kleines Gewächshaus dazu. Und alles hat selber geschöpfte Rundhölzer. Gucken wir die Wohnung mal. Also hier ist ein ganz witziges Detail. Da geht es nämlich hinter zum Studierzimmer. Alles unbehandeltes Holz, zum Teil neu, zum Teil 800 Jahre alt, zugegeben. Holz, das 40 Jahre alt ist, geht nicht mehr kaputt, wird nicht mehr angenagt. Warum auch immer, also braucht man keinen Holzschutz. Hier hat es ein paar Wurmer, aber nicht viel, absolut überschaubar. Das hintere Zimmer, alle in etwa so 30 Quadratmeter. Birnbaumholz.
neue Nachbarn in Sichtweite. Mehr nicht. Also gehen wir noch der Dachgarten. Nicht genug. Also für Naturliebhaber. Nicht für irgendwen, der geschwind rausfliegt. Etwas unfertig das Ganze, da sind wir aber noch dran. Hier ist noch keine Erde drauf. Da ist sie. Da ist echt begrünt und verdrungen.